Aber das war am Ende dann doch nochmal. Ne, ich hab's nochmal spannend gemacht. So, jetzt die Millionen. Bam. Nice. Vergiss die Promo-Events nicht. Wenn sie nicht wichtig wären, würde ich den Kontakt gar nicht herstellen. Ja, Nervsack. Überholen, Ausdauer, überholen. Die können wir mal machen hier. Machen wir noch gar nicht. Machen wir die mal. Im BMW. Durchschnittliche Überholzeit bei Überhol-Events 4 Sekunden. Ja. Clubsiege 17. In Yas Marina ist jede Kurve einzigartig. Super. Bleib voll konzentriert. Das freut mich aber. Gleich kommst du über die Linie. Viel Glück. Okay, schauen wir mal. Komm. Ah. Boah, das zählt schon als Kollision, das ist übel. Du musst ihn jetzt loswerden. Gib Gas. Ab vom Kurs, oh, ist das übel. Du machst das super. Halt dieses Tempo. Boah, das ist doch zum Kotzen. Komm, gib Gas. Ja, zu spät. Ich meine, die blinken ja auch immer, glaube ich, oder? Ne, die blinken gar nicht. Haben nur Warnblink an. Nicht so schlimm. So, jetzt können wir hier ordentlich Punkte sammeln. Sehr nice. Wenn du so weitermachst, gewinnst du hier. Ich probier's. So, jetzt nicht irgendwie Abkürzung fahren oder so. Alter. Ich hab Angst, dass ich hier reinfahre. Wie gesagt, da bremst ich lieber einmal. So, jetzt kommen wir wieder. Er tut alles, um dich abzublocken. Warte auf den richtigen Moment und geh vorbei. So, jetzt hier Punkte holen hier. Die letzte Runde. Och, das kann doch nicht euer Ernst sein. Gut, wir sind aber Erster. Oh nein, jetzt hat er uns wieder eingeholt, der Arsch. Scheiße. Kann ich noch weiter zurückgehen? Zufällig. Das war doch da gewesen, da vorne, ne? Okay. So, das ist, gefällt mir schon besser. Also ich gehe jetzt auf Nummer sicher, weil ich will jetzt hier schon gewinnen. Komm mal, du Platz. Du verlierst zu viel Zeit, weil du so unvorsichtig fährst. Reiß dich zusammen. Platz. Stimmt da gar nicht. So, den Gegner. Ja, komm. Auf jeden Fall eine coole Disziplin und in der Form kannte ich die halt echt noch nicht. Als erstes Mal in einem Rennspiel, dass ich das so sehe. Ist aber eigentlich ganz witzig. Okay. Das muss natürlich nicht sein. Das war besser. Alter. So, das war gut.
Bäm, Alter. Dann geht denn die Strecke. Krass. Ja, irgendwie klar. Dann kriege ich nicht von innen. Muss ich warten. Jetzt kann ich ihn einholen. Ich glaube, hier war die Anbremse mal gut gewesen. So, jetzt. Kriegen wir den noch? Scheiße. Ja, es ist aber teilweise echt schwierig zu sehen, wo man hier lang muss. Ah, komm schon. Ich glaube, ich kann einfach weiterfahren, aber ich bremse jetzt hier mal lieber. So, jetzt. Okay, cool. Das ist mal gut Abstand haben zum zweiten. Denke ich zumindest. Gute Arbeit, ja. Du hast das Ziel geknackt. 13.000. Nice. Oh, das gab aber nicht viel. Enttäuschend. Weiter so. Dadurch haben wir viel wohlverdiente Publicity bekommen. Joa. Machen wir nochmal trifft. Dritter, erster. Das ist immer trifft. Sakura-Pass. Weiß nicht, ob wir das schon gefahren sind. 4 Kilometer. Nicht sehr lang. Aber ein bisschen habe ich mich jetzt nochmal auf das Auto eingespielt. Also vielleicht geht es jetzt nochmal ein bisschen besser. Sind wir die schon gefahren? Die Strecken in Okutama haben extreme Steigungen. Du musst unbedingt das Tempo hochhalten. Okay. Je größer der Drift, desto größer die Punktzahl. Hol dir den Sieg. So, davon kommt gleich auch die erste Kurve. Sauberer Drift und weitere Punkte. Ah, das sind wir schon mal gefahren, die Strecke. Nein, nicht drehen, nicht drehen. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ja, doch ein bisschen. Da oben läuft eine Zeit ab, aber das schaffen wir schon. Brems vor der Kurve auf die optimale Geschwindigkeit. Lenk ein und beschleunige wieder heraus. Ah. Okay, nochmal. Bin da einfach zu langsam gewesen. Das hat wieder einige Punkte gebracht. Das war gut. Wirf das Auto auf die Seite und halt es dort, um mehr Punkte zu bekommen. Ich sollte vielleicht auf dem Grat noch ein bisschen driften. Dritter. Naja, ne. Ist okay. Du hast kaum etwas falsch gemacht. Ja. Du müsstest nur ein paar mehr riechen. Ja. So, 1,1, oder? Komm schon. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, du kannst an einem Promo-Event teilnehmen. Es handelt sich um ein Ausdauerrennen. Du musst also wirklich alles geben. Wenn dir das gelingt, kannst du sicher viele neue Fans gewinnen. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Hier haben wir jetzt alles erstmal, ne? Weitestgehend. Ja, machen wir erstmal Checkpoint. Fand ich eigentlich nicht so super spannend. Ist das auch Checkpoint? Ja. Das ist ein Rennen in Dubai. Machen wir Checkpoint, dann machen wir das Rennen erstmal noch. Nun, erzähl das. Also Rennen macht da mehr Spaß als so Checkpoint fahren. Aber
frage mich mittlerweile echt, wann ich den 165-Meter-Triff gemacht habe. Dass ich den nicht schlage. In Dubai brauchst du hohes Tempo und einen guten Rhythmus, um optimal von einer Kurve zur nächsten zu kommen. Halt heute die Augen nach diesem Fahrer offen. Ja, Start war nicht so super. Gucken wir mal. Ja, mal schnell das Auto. Okay, haben wir den Ubi gekriegt. Du kannst diesen Platz zurückerobern. Ich bin noch dabei. Ja. So, das war besser. Und zwar jetzt einen Platz verloren, aber. Zwei. Ach, was ist denn jetzt los hier? Okay, das ist gerade richtig schlecht, wie das hier läuft. Also gut, konzentrier dich jetzt auf ein fehlerfreies Rennen und kämpf dich Platz für Platz nach vorne. Ich probier's, ja. Egal. Fünfter. Ja, haben wir mal aber noch ein paar Runden vor uns, immerhin. Zwei Runden zu fahren. Du kannst ihn ausmanövrieren. Hol dir seinen Platz. Ja, komm, dritter wärme ich auf jeden Fall noch. Ach Mann. Egal, weiter jetzt. So, jetzt können wir ihn kriegen. Der zweite ist auch noch nicht so weit weg. Komm, bleib mir vom Leib, Alter. Okay, das muss ich nochmal machen. So, von hier. Besser. Okay, das war gar nicht so schlecht gewesen, wie es erst aussah. Ach, die sind hart, die Teile. Scheiße, ich dachte, die könnte mal überfahren. Dann fahren wir lieber so hier. Jetzt zählt jede Kurve. 5 Sekunden hinter Platz 1. Ja, Platz 1, der ist sehr weit weg. Das war die schnellste Rennrunde. Okay. Also mit der Geschwindigkeit müssen wir da eigentlich nochmal gut aufholen, denke ich, oder? Ah, das war schlecht. Aber ich kann nicht nochmal machen, scheiße. Okay, ja, Gott sei Dank habe ich es nicht irgendwie... Dann bin ich nicht so teil vom Gas gegangen. Ich jetzt halt doch lieber ein bisschen vorsichtiger, um ehrlich zu sein. Weil jetzt noch ein Unfall und das war's halt, ne? Okay, gerade noch rechtzeitig. Gut war's nicht, aber ja, wären halt Zweiter wahrscheinlich dann. Dann kommt schon ins Ziel. Ja, Zweiter ist okay. Kann ich mit leben. Ja, die erste Runde, die war ziemlich beschissen. Hat halt so lange gedauert, bis wir da mal irgendwie unter die ersten Top 4 gekommen sind. Du hast Klasse bewiesen und bist Zweiter geworden. Gute Leistung. Naja. Muss ja auch nicht immer Erster werden, Gott sei Dank, in dem Spiel. Okay.
Wir müssen unbedingt die kommende Saison promoten. Es wäre sehr hilfreich, wenn du Sponsorenziele erfüllst. Naja, klar. Gut, ich würde sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge dabei seid. Wenn wir weiter Asien erobern und mal sehen, was danach dann kommt. Wahrscheinlich irgendein weltweites Rennen, weltweite Saison oder so, schätze ich mal. In diesem Sinne, noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.